Heute Nacht gegen 10 vor 2 wurde uns ein schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn A6 im Bereich St. Ingbert gemeldet. Die Kollegen stellten vor Ort fest, dass ein Fahrzeug, das in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs war, zunächst die Mittelleitplanke berührt hat, danach ins Schleudern geriet und mit der rechtzeitig befindlichen Leitplanke kollidiert ist. In dem Fahrzeug waren 5 Personen unterwegs, eine Familie aus dem Kreis Kusel. 2 Personen, die junge Frau und ein Säugling, wurden tödlich verletzt. Der Fahrer und die beiden Kinder wurden schwer verletzt geborgen, wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es besteht aber keine Lebensgefahr. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. Den Hergang und die exakte Ursache soll durch ein Gutachten geklärt werden.